Jo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Hof Bergmann, LS19. Und zwar die dritte Folge. Und in der heutigen Folge widmen wir uns ein bisschen dem Hof aufräumen. Und ich habe Follow Me rausgeschmissen. Und wir werden jetzt direkt mal zum Anfang schnell testen, ob jetzt Curse Play geht. Eventuell geht's, vielleicht lag es daran. Oder wenn nicht, dann habe ich keinen Plan mehr. Das habe ich auf jeden Fall bei dir gefragt, an was es liegt. Vielleicht weiß es ja einer, aber vielleicht auch nicht. Und jo, geht nicht. Da sitzt doch wieder einer drin. Ja gut, geht all nicht. Dann spielen wir erstmal ohne Curse, bis sich da eine Lösung gefunden hat. Und wir räumen jetzt so ein bisschen den Hof auf. Der Kartoffelhelfer läuft auch weiter. Habe ich schon eingestellt. So, hier ist Waschplatz. Hier haben wir jetzt das ganze Zeug stehen. Da oben haben wir jetzt einen Kalk, zwei Dünger, zwei Saatgut und wir brauchen einen Frontlader, oder? Weil der ist ja auf Kompaktlader eingestellt. Jo. Dann brauchen wir den guten John Deere. Ja, den da. Wo ich auch am überlegen bin, ob wir den überhaupt behalten, weil der 6M, das ist jetzt nicht so mein Favorite von John Deere, weil der einfach nur 40 fährt. So, das ist jetzt nicht so ein Problem, aber da kann man sich den 6er dann auch holen, den 6R. So, wir stellen jetzt direkt mal die Big Packs runter. Und dann haben wir nämlich nicht immer das Problem, dass wir da ewig lang hochlangen müssen. Stellen die jetzt einfach hier ins Gras. Stören hier keinen. Das ist schon mal der erste Punkt der Ordnung hier. Gewichte können wir da lassen. Die Frontlader und für unseren kleinen hier Kompaktlader an Bauteile. Für unseren Radlader können wir hier im Regal stehen lassen. Ey. Guck, guck, guck. Das ist schon wieder das, was mich nervt. Es geht ja nicht. Warum stellt man den da hoch, wenn man sie nicht mal richtig runter bekommt mit dem Frontladen? Ich hätte ja nichts gesagt, wenn man den Teleskoplader hätte. Oder hier mit dem Kramer, der sollte mit seinem Teleskoparm auch bis hoch kommen, aber der Frontlader schafft es ja nicht mehr. Weiter. Jo. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall hier auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Hof Bergmann gefällt. Ich so die ersten Folgen. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Das ist gar nicht zweimal dünn, weil das Fall. Ah, ja, ja. Guck, guck, guck. Oh, jetzt kriegen wir das wieder nicht. Jetzt halt. Können wir hier alle. Also wir können auf unserem Hof auf jeden Fall richtig viel machen. Wir müssen halt bloß gucken, mit was wir anfangen, damit wir nicht so viel auf einmal machen. Und hat unser Helfer hier schon voll burned down. Das ist natürlich nicht so gut. Das eine Pickback hole jetzt noch schnell runter. Mein Gott, jetzt hat. Geht doch. Oh, 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 oh. Der packt ja noch nicht mal so ein Big Bag hier, der. Der schon hier. Echt jetzt? Das liegt aber daran, dass es Kalk ist. Aber ich wüsste nicht warum. Der ist jetzt hier nicht. Weg damit. Den Big Pack Heber können wir hier hinstellen. So, dann ist das schon mal erledigt. Frontlader können wir das erste abmachen. Das ist hier unser Ballenlager.
Ich würde jetzt ungern so direkt zuparken. So, jetzt holen wir hier noch die Palettengabel runter. Stellen die auch mal unten hin. Also mir gefällt es eher, wenn die frontalen Sachen weiter unten stehen. Damit wir da nicht immer irgendwo nach oben schauen und greifen. Schaufel, weil wir jetzt eh nicht so oft brauchen. Und wenn, dann mal eben den Kramer hier das Zeug nehmen. Wenn wir hier in der Hofnähe arbeiten müssen. Das heißt, die Frontalschaufel können wir erstmal hier einparken. So, jetzt bräuchten wir halt noch eine gescheite Unterstandshalle, wobei da die eigentlich vollkommen ausreicht. Für unsere Maschine. Drescher ist hier auch am Start. Stellen wir jetzt hier einfach mal den Kramer auch mit rein. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hoch. Mal halt. Machen wir das einmal so. Dann hätten wir fast einen zweiten Anhänger gleich mitnehmen können. Wir haben ja drei Stück oder so am Hof. Das Fortschritt-Ding können wir eigentlich auch. Den Fortschritt-Anhänger können wir hier auch erstmal weg tun. Warum hat sich unbedingt? Wir hauen hier mal die schönen Kartoffeln hier raus. Jo, das war's schon. Dann machen wir wieder zu und lassen den Klerik weitermachen. Das ist schneller, das wäre gut schnell. Das sind halt zwei Reiher und das sind halt ein bisschen mehr rein und dann dauert es ein bisschen. Aber ich nehme jetzt die Kartoffeln ja lieber mit, die paar hundert Euro, die wir dafür bekommen. Ich denke jetzt nicht, dass wir allzu viel dafür bekommen. Oder wir lagern sie sogar für Schweinefutter, müssen wir mal schauen. Aber ich denke jetzt nicht unbedingt an. Kipper haben wir auch. Eigentlich können wir in die Halle auch das ganze Anhängerzeug reinstellen. Wir haben drei Frontladerbulldogs, das braucht noch gar nicht. Ja, den hier, den nehmen wir auch direkt mit. Was ist das? Heutropfen oder was? Ich habe das Gefühl, dass es die Heutropfen ist. Fixed Fermenter. Ach, der macht Silage. Das ist schnell vermindert. Da kann man Silage. Ich denke, wir haben auch eine Heutrocknung und alles. Ich denke, was ist das Ding ist. Heutrocknung, ja. Das ist die Heutrocknung. Da können wir Gras reinschmeißen, bekommen Heu raus. Haben wir eigentlich alles am Hof, was man braucht. Also ist es ja eigentlich ein großes Ding. Was haben wir hier? Das wird wahrscheinlich Strohlager sein. Ich denke schon. Wir schauen, wo das Stroh, wo das Stroh wieder rauskommt. Hier drin nämlich nicht. Den Ladewagen können wir eigentlich mal wieder. Ich dachte, da kommen wir einfach rum. Ja, das Förderband, das brauchen wir eigentlich auch, ne? Das kann man wegtun, wir brauchen erstmal kein Förderband. Die Menge, die wir rumliegen haben, die können wir genauso gut auch schaufeln. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Förderband ist. Da ist es. Das sind nochmal 30.000, die wir bekommen für das Förderband. Zwei Fan-Favoriten, der haut jetzt mit beiden mal den Frontlader runter. Weil den braucht man eigentlich, oder was heißt eigentlich, den braucht man nicht. Also wir haben beides 15, 15er, Frontlader, nein.
sieht schon viel besser aus hier. Eventuell können wir einen schwarzen sogar umlackieren. Aber ich glaube, den können wir eigentlich auch schwarzer. Aber der steht, der steht ja hier oben. Ja, jetzt, aber ich denke, dass wir den Teil jetzt hier auch schon langsam beenden. Nicht, dass der allzu lang wird. Ich glaube, die anderen sind schon ziemlich lang. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier gleich mal Schluss machen. Und dann, das nächste Mal weitermachen. Wir fangen jetzt hier den schönen John Deere ein. Und dann haben wir eigentlich das Gröbste mal aufgeräumt. Den Rest können wir auch so noch machen. Also steht jetzt hier, man sieht jetzt noch, ein, zwei Punkte stehen hier schon noch rum. Aber das geht auch wann anders. Ich würde sagen, Freunde, auf die nächsten Teile. Das war's jetzt erstmal. Die nächsten Teile weiß ich nicht, wann die kommen. Aber die ersten drei sind jetzt auf jeden Fall schon mal draußen. Also bis zum nächsten Mal und haut raus. Tschüss.